Willkommen bei Kfz-Fuzzi, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute haben wir einen interessanten Fall. Wir haben einen 1-4er 16V Ford Focus, zweite Generation. Der macht folgendes Problem: bei Volllast ruckelt der Wagen und hat Wasserverlust. Wir lesen den erstmal aus, schauen, was er hat, was für Fehler der hat, und dann machen wir weiter. Viel Spaß mit dem Video. Wir werden ihn jetzt einmal auslesen. Ich habe mir den Wagen natürlich ausgesucht. Schon. Mal schauen, was er sagt. Fehlzündung. Zylinder 4, Fehlzündung sporadisch, also ist nicht immer. Löschen wir das Ganze mal. Und dann zeige ich euch auch eben, was der Wagen genau macht. So, wir haben ihn jetzt einmal gestartet und dann geben wir Gas. Jetzt hört mal hin. Hört ihr das? Hört ihr das? Mit Fehlzündung. Also der nimmt das Gas nicht richtig an. Bei Volllast. Ja. Ja, wir haben richtige Fehlzündung auf jeden Fall. Jetzt gucken wir uns erstmal mal die Zündkabel an. Stecken die ab und dann schauen wir weiter. Oh. Oh. Ach, du Heilige. Ja. Haben den Fehler schon gefunden, glaube ich, ne? Guckt euch mal die Zündkabel an. Weil der Kunde hat auch gesagt, dass er Wasserverlust hat, und ich kann mir schon gut vorstellen, was das ist. Seht ihr das? Komplett mit Wasser voll. Ja, da wird 100 Pro innen drin alles mit Wasser voll sein. Können wir das sehen? Ich das mal an hier. Guck mal hier. Guck mal da. Guck mal da. Sieht man das richtig? Sieht man das richtig, wie wasservoll ist? Guck mal da erst, guck mal da. Guck mal hier. Wir werden jetzt einmal die Ventillichtung ausbauen, sprich hier die drei Schrauben müssen wir abbauen. Dann müssen wir hier die ganzen Achter abbauen, hier haben wir einen Zehner. Die ganze Schrauben, die ihr seht, also da ist nichts Verstecktes oder so, Schlauch ab und dann geht der Ventildeckel in die Richtung auch ganz schnell ab. Sehen. Ja. Ich sage euch auch, was das Problem hier ist, das sind die Stopfen hier. Das sind Blindstopfen, Kanalstopfen, wie sie sich auch alle nennen. Die rosten nach der Zeit. Hier. Und dann hat er das gleiche nochmal hier. Und beide sind kaputt. So, ich war im Lieferanten. Ich habe mir zwei Stück besorgt. So sehen die aus. Das, also die nennt man auf jeden Fall Kanalstopfen. Ich sage dazu Froschstopfen, weil ich die als Froschstopfen kennengelernt habe. Besser gesagt, ja, das fängt jetzt mit dieser Krankheit an, dass diese Modelle, diese Froschstopfen einfach, die rosten einfach durch und so dringt dann halt Wasser durch, ne? Also da müsst ihr mal aufpassen, kontrolliert das immer, dass ihr einfach mal den Zündkabel rausholt. Und wenn ihr diesen Zündkabel so sieht, dass überall Wasser ist, dann ist bei euch auf jeden Fall das Ding auch schon durch, auch schon kaputt. Ja, und dann sieht das natürlich innen drin so aus. Jetzt machen wir natürlich Folgendes, wir werden jetzt erstmal Wasser rausholen und das einmal alles sauber machen. Und dann werden wir die Froschstopfen einmal rausholen und werden die neuen einbauen.
Ja, bei den Blindstopfen, wenn ihr das rausholt, die Froststopfen, dann müsst ihr echt aufpassen, dass das nicht reinfällt. In der Regel fällt er auch nicht rein, weil das echt ein sehr, sehr dickes Material ist. Darum braucht es auch seine Zeit, bis sie durchrosten. Nur aufpassen, dass es nicht reinfällt. Und wichtig ist, Wasser auf jeden Fall ablassen. Sonst passiert Folgendes. Ihr macht einmal in ihr ein Loch rein und was passiert? Das ganze Wasser steigt so schnell hoch, dass ihr überall schön das ganze Wasser im Motor drin habt und dann mächtig Öl und Wasser und das Ding kriegt ihr echt nie wieder raus. Also sage ich euch. Ja, da habe ich kaum nur ein bisschen drauf geschlagen, das Ding ist sofort auseinandergeflogen. Ja, das ist beide Sachen. Der war jetzt nicht so stark wie der andere, der hätte vielleicht nach ein paar Wochen oder ein paar Monaten angefangen. Aber der hier, das war die rechte Seite. Man sieht das auch, hier ist richtig nass. Das ganze Wasser ist einfach hier durchgekommen. Ja, und jetzt machen wir die neuen. Wir machen erstmal sauber. Kanäle schön sauber, alles schön sauber machen und dann werden wir die neuen einschlagen mit Dichtwasser. Um die reinzuschlagen, gibt es einen kleinen Trick. Einfach einen 16er Schlüssel nehmen, Zündkerzenschlüssel, passt perfekt drauf, ohne Spiel. So könnt ihr den reinschlagen. Hier machen wir noch Dichtmasse auf jeden Fall gleich rein und dann wird das einfach reingeschlagen. Beide Seiten. Fertig. Fertig, alles zusammengebaut und jetzt schauen wir mal, ob er noch Zylinderaussetzer hat. Vorsicht! Ja. So, läuft schon mal gut und dann geben wir noch mal Gas. Und ja, so muss ich das anhören. Keine Zylinderaussetzer. Ne? Genau so. Schön. So, wir sind fertig mit der Arbeit. Ich hoffe, ich konnte ein oder anderen damit helfen. Ja, er fuhr fort und kam nie wieder. Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen, Jungs. Bis zum nächsten Mal. Ciao.